Schmeckt's? Ja. Es zählt nur, wenn man es im Ganzen runterschluckt. Schade. Ich mag lieber draufkauen. Das ist der sprechende Hund. Er ist leidenschaftlicher Badmintonspieler und frisst gerne Sportutensilien. Oh, da hast du mich ganz richtig erkannt. Mhm. Wie heißt du? Ich heiße Kunibert. Also Kuno. Und bist du so insgesamt okay oder ein kleiner Sack? Ich beiße gerne Kindern in die Hacken, aber sonst bin ich ganz okay, denke ich. Okay, und können die Kinder dich leiden? Nein, ich weiß nicht. Ein bisschen vielleicht. Okay, das liegt vielleicht auch daran, dass du so ein Wadenbeißer-Sack bist. Das musst du mal abstellen. Naja, ein bisschen Hackenbeißer, aber kein Wadenbeißer. Da hast du es ein bisschen übertrieben. Ja, Hacke, Wade, das liegt ja sehr eng beieinander. Gut, aus deiner Sicht wahrscheinlich nicht. Nee. Ungefähr eine Kuno-Höhe entfernt. Ja, und was gibt's sonst noch über dich zu sagen? Naja, ich bin 7 Wochen alt und ja, ich bin leidenschaftlicher Badmintonspieler. Das okay. War's eigentlich. Und nach getanem Spiel gammelst du gerne auf der ekligen Outdoor-Gammel-Couch rum. Ja, na klar, die riecht voll geil und die ist voll gemütlich. Okay, also dann guten Hunger. Und wir sehen uns später nochmal. Tschüss! Tschüss! Ey Kuno, wie sieht's denn aus? Willst du schon wieder spielen oder was? Naja, ich knabber gerne so noch eine Weile rum. Ein Stündchen ganz schön noch. Und bist du ein starker Spieler beim Badminton? Ja, ich bin ein starker Straßenspieler. Ah ja, auf der Straße groß geworden quasi. Ja, klar. Und hast du viele Tricks drauf von den anderen Straßenkids, ja? Ja, ich bin schon ein geiler Hund. Siehst aber so insgesamt relativ gemütlich aus. Siehst gar nicht so aus, als würdest du jetzt extrem viel Sport treiben. Eher so ein Gammelhund, oder? Ja, mein Lieblingssport ist eigentlich Beißen. Also das nenne ich schon einen richtig geilen Sport. Also bräuchte man für dich so einen Maulkorb? Nee, deine Kinder schmecken so gut, da kann ich einfach nicht widerstehen. Okay, hast du ja schon mal was abgebissen davon? Nee. So ein Stück Wade oder eine Ferse im Maul gehabt? Nee, habe ich noch nicht geschafft, wenn ich groß bin. Das ist mein größtes Lebensziel. Lebensziel, Wade rausreißen. Ja, oh, oder die Hacke, die schmeckt auch schön knusprig. Ah, und mein bester Freund, der Kumpel Ralf, der ist kein Straßenspieler, aber so richtig geil, so ein Typ, so richtig, ja. Der kommt nicht von der Straße? Nee, der wurde... Das ist ein Schnösel oder was? Ja, der ist so ein reicher Klops, aber ja. Ach, der ist so ein Drinschläfer. Ja, ich bin eher so ein Hüttenschläfer, also ja. Naja, ich schlafe auch drin, ich muss zugeben, aber ja. Ja, aber du fliegst ja bald raus, wahrscheinlich hochkant, oder? Oh, ich hoffe nicht. Drin ist es schon so schön gemütlich. Wenn die Kinder nachts auf Toilette müssen, oh ja, da schleiche ich mich an. Oh, und dann beiße ich denen in die Hacken. Aber ich muss dir ja gestehen, du wirst bald rausfliegen. Was? Dann bist du der Gartenhund. Das ist deine nächste Epoche. Von der Straße ins Haus, in den Garten. Und? Ja, da brauchst du gar nicht so wegzugucken. Es ist so. Ja, das hörst du nicht gern, ich weiß. Ach, ich will aber nicht, ja. Interview doch lieber mal meinen besten Freund Ralf.